Go Spezial. Damals extravagant und futuristisch. Eine unbestrittene Design-Ikone. Die Göttin. Die DS verfehlt auch heute ihre Wirkung nicht. Mit der aufwendigen Hydraulikfederung festigte die DS Frankreichs Ruf, komfortable Autos zu bauen. Mit fast 1,5 Millionen gebauten Exemplaren ist die Göttin ein erfolgreiches und auch nachhaltig wichtiges Fahrzeug. Darum hat man in Frankreich gehandelt und aus der Modellbezeichnung DS eine eigene Marke geformt. Also DS verkörpert Paris, verkörpert das Luxus à la Française. Das ist eine Mischung von Eleganz, Raffinesse, kraftvoll, Technologie, avantgardisch. Also alles diese Mischung gehört in die Welt von DS. Den Franzosen ist Individualität und Behaglichkeit wichtig. Ein DS-Store ist kein schlichter Autohändler, sondern eine Lounge mit indirektem Licht und exklusiver Atmosphäre. Das Auto hält, was der Store verspricht. Von außen wirkt der DS3 Crossback detailverliebt. Das Design von DS3 Crossback, nämlich, weil es ist ein gutes Beispiel, man sieht, dass es ist klar, dass es ist avantgardisch. Also es ist wirklich avantgardisch, es ist futuristischer. Auffallend sind die geometrischen Designelemente, die sich im Innenraum mehrfach wiederholen. Auch die Tasten greifen das Muster auf. In der Konsole gibt es die Tastatur und das sieht wie ein Diamant oder wie Juwelen. Das kleine SUV fährt sich überraschend spritzig und agil, perfekt fürs enge Stadtgewusel. Die Motoren von 100 bis 155 PS passen dank Turboaufladung und viel Drehmoment perfekt zum entspannten und schaltfaulen Vorankommen. Für ein Höchstmaß an Fahrkomfort empfehlen wir das Automatikgetriebe. Wir steigen um bzw. auf in den DS7 Crossback, das Flaggschiff der jungen Marke. Der ist sogar noch ein bisschen näher an der klassischen DS. Grund dafür ist das Fahrwerk. War die Hydropneumatik in den 50ern das Maß aller Dinge, ist es heute die kameragesteuerte Federung. Bemerkt der Sensor beispielsweise ein Schlagloch, reagiert das Fahrwerk radselektiv. So werden die Insassen komplett von der Außenwelt abgeschirmt. Von außen merkt man dem SUV, dem französischen Schick, an jedem Zentimeter seiner Karosserie an. Besonders die Scheinwerfer sind ein Highlight. Und wenn man öffnet das Auto, dann die Lichter werden automatisch, sie bewegen sich, dann ein Spiel mit Licht und Bewegung. Und das ist alles, diese Details machen DS. Natürlich ist auch der DS7 fein eingerichtet. Die geometrischen Muster finden sich wie beim kleinen Bruder auf den Knöpfen wieder. Den DS7 gibt es in verschiedenen Motorvarianten von 130 bis 225 PS. Für die Freunde der alternativen Antriebe haben die Franzosen noch einige Pfeile im Köcher. Die Elektrifizierung ist klar das Vision von DS an der Kernsache. Es bedeutet, dass jede Lancierung vom neuen Modell wird mit einem elektrifizierten Auto lanciert. Der erste Schritt ist der DS7 Crossback E-Tense, ein Plug-in-Hybrid und das erste Allradmodell der Marke. Mit seinen 300 PS, die aus der Kombination von Verbrennungs- und Elektromotor entstehen, ist er nicht nur für einen niedrigen Verbrauch, sondern auch für viel Fahrfreude zu haben. Der nächste Schritt ist der vollelektrische DS3 Crossback E-Tense. Der leistet 100 kW und fährt nach realitätsnahem WLTP-Testzyklus bis zu 320 km mit einer Akkuladung. Ahnung von Elektroantrieben haben die Franzosen ja genug. Immerhin spielt DS schon seit 2015 in der Königsklasse des elektrischen Motorsports mit und gewinnt regelmäßig. Ja, absolut, wir sind super stolz. Also wir sind wirklich, wirklich, wir haben zwar in zwei Jahren in der Reihe gewonnen mit Jean-Éric Vergne und wir sind Nummer 1. Die Marke DS hat also trotz ihres erst vierjährigen Bestehens alles, was man sich von einem Premium-Hersteller erwartet. Erfolge im Motorsport, fortschrittliche Technik, ein Design mit Wiedererkennungswert und eine einmalige Historie.